Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Night of the Rabbit hier auf meinem wunderschönen Kanal. Ja, in der letzten Folge waren wir ja so ziemlich aufgeschmissen mit der Aufgabe, jemanden glücklich zu machen. Mal wieder war es die logischste, die logischste Aufgabe und Lösung, die man machen oder einbauen konnte. Wir haben einen Knackfrosch. Froschteich. Ich meine, ja, sieh. Ist das ein Frosch, den ich da höre? Ein Frosch. Aha, nein. Meine Inspiration schwindet wieder dahin. Wow. Aber es ist ein Frosch. Ist das ein Frosch, den ich da höre? Ein Frosch. Nein, meine... Ja gut. Ach, Moment, ja. Ich habe es. Alter Teich. Der Frosch erspringt. Klang des Wassers. Ja, guter Text. Ach, das ist perfekt. Basho, du alter Dummkopf, du hast es doch noch in dir. Was? Ich meine, er soll ein Dichter sein. Das hat sich ja nicht gereimt. Müssen sich Gedichte jetzt nicht mehr reimen? Oder der so? Sprung des Frosches, wie sich das Wasser teilt. Indem es Raum freigibt, das Leichte überwindet das Schwere. So wohl auch mein Herz. Okay. Der Sprung des Frosches, wie sich... Ja gut, ist er denn jetzt glücklich oder so? Indem es das... So. Hat das gereicht? Dann... Hallo? Ich habe gesehen, was du für den Dichter getan hast. Seine Gedichte sind von großer Schönheit, aber sie entstehen aus einem Schmerz heraus. In dunkelster Nacht, schwarz und kalt, kann man die Sterne am besten sehen. Wusstest du das, Jerry? Darum musste ich ihm das Herz brechen. So ist es immer. Aber du weißt, was es bedeutet, andere glücklich zu machen. Und jetzt will ich dir helfen. Sieh genau hin, Jerry. Ich verstehe. Aber wie mache ich, ich das nicht? Okay. Du hast einen Zauber gelernt. Um ihn zu benutzen, öffne das Inventar und klicke auf den Zauberfuchs. This. Alles klar. Lass uns zurück nach Mauswald reisen. Glaub mir, dieser Wald ist nichts für dich. Die Füchse hier sind nicht so nett wie ich. Außerdem möchte ich sehen, ob schon jemand Ulis Spezialgebäck probiert hat. Oder ob Plato endlich genug Mut zusammengerafft hat, um mit Anja zu sprechen. Wow, woher weißt du das denn alles? Du wärst überrascht, was man alles mitbekommt, wenn man sich in eine Statue verwandelt. Also warst du es, die mich beobachtet hat. Ich wusste, dass diese ganzen Statuen irgendwie seltsam waren. Ja. Yep. Ja, gut. Wie soll mir dieser Zauber jetzt helfen? Ja gut, ist ja eigentlich egal, ne? Aber ich wäre gerne noch ein bisschen hier rumgelaufen. Und nicht nur durch diese zwei Bildschirme. Oh! Na nö. Ja, und jetzt ist er wieder was zurück. Hat sie denn? Hm.
Weißt du, wo wir sind? Im Sumpf. Wer bist du? Was hast du gesehen? Verstehst du es schon? Nein. Ich habe eine Geschichte für dich geschrieben. Sie hilft dir vielleicht besser zu verstehen. Fürchte dich nicht, aber sei vorsichtig. Geschichte Nummer 6. Ja! Damit habe ich alle Geschichten vollständig. Ich soll die Geschichte lesen? Was das nur alles zu bedeuten hat? Dieser Frage gehe ich nach, Jerry. Der Marquis? Wo sind sie? Noch immer im Haus des Magiers. Du hast den Zauber der Füchse erlernt. Das hast du sehr gut gemacht. Ja, danke. Füchse sind schwierig, aber sehr faszinierend, nicht wahr? Ja, auf aber jeden was soll Fall. Ich jetzt machen? Im Nordwesten gibt es einen kalten Baum. Er führt ins ewige Eis. Dort wirst du deinen nächsten Zauber finden. Suche nach dem Zugang zum kalten Baum in den Wipfeln im Nordwesten. Reisende, die des Weltenwanderns mächtig sind, sollen sich dort oben niedergelassen haben. Na gut, aber ich würde doch gern bald kurz nach Hause gehen. Darf ich? Hallo? Er hört mich wohl nicht. Oder er ignoriert dich. Ach schön, wir haben jetzt alle 6 Geschichten beisammen. Dann können wir uns die ja auch bald, beziehungsweise da müssen wir nicht die Nummer 6 überspringen, sondern können dann gleich 1 bis 8 quasi durchhören, beziehungsweise jetzt nur noch 3 bis 8. Denn Nummer 1 und 2 habt ihr ja auch schon gehört. Wir haben hier natürlich mal wieder die geisterhafte Nagelform. Das sieht aus wie... Ich weiß auch nicht, wie das aussieht, aber es scheint mit... Das kann nicht... Na gut, das hatten wir ja mittlerweile. Aber guck mal, Plato und Anja. Oh, das sind doch... Plato und Anja. Oh, das sind doch... Kann ich hier vielleicht ein bisschen... Das klappt so nicht. Schade. Glöckchen? Da passe ich besser. Ja, okay. Moment. Wir haben ja immer das Glöckchen gehört, wenn wir diesen Stein begutachtet haben. Kann ich das da mir dann... Da passe ich besser gut drauf auf. Natürlich nicht. Da passe ich... Ja, okay. Dann halt nicht. Dann werden wir mal zu unserem kalten Baum hingehen. Diesen hier. Da waren wir ja auch schon einmal. Und werden da mal nach oben stiefeln und nochmal versuchen, mit der Frau Motte zu reden. Vielleicht haben wir hier ja die Fuchslist. Vielleicht können wir den Zauber ja drauf wirken, dass die meint, dass wir durch dürfen. Wow, irgendwas kribbelt bei mir. Er läuft. Flügel. Des Lichtes groß. Ja, dir auch. Für wahr. Du hast ein wunderbares Flügelpaar. Das reimt sich. Ach ja? Verzeih, dass ich sie vorher übersah. Und die hat's ja richtig drauf. Wir dachten schon, wir wären die einzigen vernunftbegabten Flügelträger. In dieser uns zur Heimat gewordenen Fremde. Ich kann die Flügel fühlen. Aber ich glaube, ich bilde sie mir nur ein. Und die Nachtfalterin sieht sie auch. Ja, du solltest... So fühlt es sich also an, wie Kitsune zu sein. Aber was wohl ihre richtige Gestalt ist? Und was sie wohl gerade macht? Ob ich sie bald mal wiedersehe? Du stehst mit dir selbst im Dialog. Einheimischer? Ja, Selbstgespräche, das mache ich ab und zu mal. Priesterin Phosphora wartet im Tempel. Phosphora, klingt interessant. Sie wird sich freuen, einen einheimischen Nachtfalter begrüßen zu dürfen. Okay, ich lauf dann mal durch, okay? So folge dem Weg, der dir gewiesen. So wie auch wir es tun.
Wenn man im Hintergrund noch die ganzen Krähen hört. Nicht so gut, möchte ich mal sagen. Nicht so gut. Zumindest in der jetzigen Situation. Er sollte übrigens mit den Flügeln jetzt nicht versuchen zu fliegen, unbedingt. Ist das kalt hier? Oh, das muss die Priesterin Phosphera sein. Hallo. Summ? Was für ein Geräusch machen Motten überhaupt? Schöne Nacht heute, nicht? Meine Augenfacetten. Täuschen Sie, geht dort ein Nachtfalter? Genau. Hespera hat dich eingelassen, aber es geht ihr gut. Es liegt in der Luft. Du musst ein wohlgesinnter Nachtfalter sein. Das bin ich. Für einen Moment hatte ich befürchtet, der Zauber würde nur bei einer Motte auf einmal wirken. Von wo kommst du? Unserer Gemeinschaft bist du nicht angehörig. Zudem deine Maske. Du trägst sie nicht. Ja, ich bin von ganz weit weg. Sei uns willkommen. Doch wisse, nur die Not hält uns noch an diesem kalten Ort. Not? Welche Not? Ich habe zwischenzeitlich mal so ein bisschen rumgeguckt, ob ich einen Aufkleber oder einen Tropfen sehe, aber ich habe bisher keinen Tropfen und Aufkleber in diesem Bildschirm entdecken können. Ein Büschelflachs, vielleicht ein Staubwedel. Ich leih mir den mal aus. Ja, mach das mal. Seid ihr gegönnt? Tontopf mit Erde. Können wir den eigentlich nochmal ansprechen, oder? Ja. Habt ihr ein Portal, das ich benutzen kann? Ja, das wäre sehr geradeaus direkt. Seid ihr die einzigen beiden, die hier leben? Seid ihr die einzigen beiden, die hier leben? Einst waren wir viele. Wir labten uns an Nektar, dem Licht des Mondes, unseren Legenden und der Schönheit der Düfte. Doch die graue Flut kam über eine Welt, in der wir lebten, die Kälte über eine andere. Ihr seid also nach Mauswald geflohen? Dieser Ort ist voll mit Vibration des alten Lebenslichts. So haben wir einen Tempel für die Kraft, die wir brauchen, errichtet. Doch der graue Berg am Horizont kündet von Unheil für diese Welt. Das hört sich alles nicht so schön an. Die graue Flut? Die anrollenden Giganten sind das erste Zeichen, scheinbar friedlich. Doch dann fließen Massen aus ihrem Schlund. Niemand entkommt. Weder Pflanze noch Tier, denn jene Masse verhärtet sich, auf dass sie nie mehr freigibt, dass sie unter sich begraben hat. Erinnert mich irgendwie an Zement. Ob sie davon spricht? Zement? Wieso tragt ihr solche Masken? Wieso liegt hier Stroh? Verdecken wir unsere Züge, denn nur durch das in sich kehren kann man seinen Geist erneut verpuppen. Sie symbolisiert die Abkehr von der Welt und die Zukehr zum inneren Licht. Okay. Wo ist der Rest von euch? Angelockt vom grauen Berg, von Gestank und Krankheit, kamen die Krähen. Es wurden zu viele und das Ungute in dem, was sie aßen, das in ihre Federn sank, ließ sie ganz sich selbst vergessen. Unsere Flügel ähneln der Rinde der Bäume, doch sie sind lange nicht so hart. Okay. Lass uns das Thema wechseln. Alles sehr interessant hier gerade, muss ich mal sagen. Was bewachst du da so aufmerksam? Es ist der letzte Lichtstrahl. Wir sind die letzten Nonnen der Mondlichtgemeinde.
und wir erwarten die Ankunft unserer Hohepriesterin, die unter einem guten Stern gelegt worden ist. Die lichterfülltesten Nachtfalter unseres Kreises zeugten sie. Wir werden es Mondschein nennen. Mondschein? Schöner Name. Ja, für die wahrscheinlich dann gut ausgewählt. So, also mein Kind würde ich jetzt nicht unbedingt Mondschein nennen, aber naja. Habt ihr eventuell ein Portal, das ich nutzen kann? Habt ihr ein Portal, das ich benutzen kann? Die Kälte an jenem Baum bricht in der Tat aus einer anderen Welt hervor. Nun vermag nur das warme Licht unserer Hohepriesterin, die in meinen Armen ruht, diese erkaltete Verbindung zu öffnen. Okay. Doch ihr Licht ist schwach. Sie weiß, dass wir bald aufbrechen müssen. Doch ohne Nahrung besteht wenig Hoffnung, dass sie je fern von hier aus ihrer Schale bricht. Was braucht ihr denn als Wegproviant? Blumensamen. Blumensamen? Das kann ja nicht so schwer sein. Ja, schauen wir mal, ne? War nett mit dir zu reden, aber ich muss da mal andere Insektensachen machen. Kehre zurück, wann es dir gelingt, aber warte nicht zu lang. Von überall kommen Lichter, die blenden und uns von hier fortziehen. Okay. Sieht fast aus wie ein dicker Pinsel. Aha. Oh, endlich können wir unseren Stock verwenden. Fast. Bett? Ah. Jetzt ist es wirklich ein großer Pinsel. Cool. Okay. Was haben wir denn hier? Geflügelte Statue. Ist das jemand von euch? Ein Abbild unserer Hohe Priesterin. Sie sieht sehr hübsch aus, wie der Mondschein. So war sie immer. Und sie wird es wieder sein, wenn sie erst geschlüpft ist. Woher wisst ihr das, wenn sie doch noch in dem Ei ist? Sie kommt und geht. Wie ein Phönix oder was? Das Mondlicht. Wir kennen sie und bald kommt wieder ihre Zeit. Okay. Was haben wir denn sonst noch hier so rumliegen? Da ist Erde in diesem Topf, aber keine Pflanze. Nur ein seltsamer Stein, den jemand... Oh, mein Fehler. Das war mal eine Pflanze. Das war mal eine Pflanze. Wie wär's mit Hagebutten? Hagebutten sind cool. Ja. Ich dachte, ich versuche das aber zwischenzeitlich mal. So, vereister Baum. Oh Mann, ist das kalt hier. Hier schneit es sogar ein bisschen. Wahrscheinlich war Platos Fahrrad deshalb unten in der Pfütze festgefroren. Die Kälte scheint direkt aus dem Baum zu kommen. Und wir müssen das alles mal so ein bisschen enteisen, ne? So. Ansonsten hab ich hier... Bessere Nachtfalter? Wieso hab ich hier eigentlich beim... Zwei Punkte. Und dann bist du die Nachtfalter. Hä? Ja gut, wenn einmal nicht reicht, ne? Man könnte ja einmal übersehen. Kann ich hier hinten eigentlich noch irgendwie weiter hingehen, dass der Bildausschnitt weiter... Ja, gut. Das hat funktioniert. Was? Was ist denn das da? Das ist der graue Berg, wo die Krähen hausen. Und nach Nahrung suchen. Die Stadt. Das sieht aus wie eine Müllhalde. Flügellose Wesen haben ihn herangetragen. Und dem Berg folgten die Krähen und die Flut. Wesen? Moment, dann haben Menschen das da alles hingekippt? Das riecht man ja bis hierher. Der schwere Dunst steigt ins Gefieder der Krähen. Ihre Schnäbel hacken tiefer und tiefer in den grauen Berg. Ihre Worte werden lauter
und Leere. Du meinst, die Krähen greifen Mauswald an, weil dieser Müllberg sie verrückt macht? Glaubst du, dass die Krähen verschwinden würden, wenn der Müllberg nicht wäre? Und die Überschwemmung? Selbst alle Bewohner dieses Waldes vermögen es nicht, einen Berg zu versetzen. Und das reicht nicht so, ein Berg. Ich frage mich schon lange, wer ganze Berge versetzen kann. Kann so jemand uns hören? Kann so jemand uns sehen? Ich hoffe fast, sie können es nicht. Warum denn? Weil ich mir keine größere Gefahr vorstellen kann, als jemanden, der um all dies weiß und nichts tut. Wie recht sie hat. Wie recht sie mit all ihren Worten hat. Aber naja. Der Mensch ist schuld. Wie man es natürlich schon geahnt hat. Und wie es immer gewesen ist, dass der Mensch schuld ist. Naja. Wir werden in der nächsten Folge mal versuchen, irgendwie ein bisschen Wärme hier ranzubringen und dann hoffentlich bald den vierten, ist der vierte, ja der vierte, den vierten Zauber zu lernen und ich glaube auch den letzten, waren es vier? Vier oder fünf? Ich weiß es nicht mehr. Ach, ist das schon alles. Naja, belastend, wie immer. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.